Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird. Und davon noch ganz kurz eine Info. Bei den News hier sehen wir einmal hier ewige Reisende. Fliegt los und startet eure Reise zu den Sternen. Und da sehen wir auf jeden Fall hier den neuen Skin, der gestern reinkam. Hier sehen wir den Skin. Und ich glaube auf jeden Fall wirklich, dass das Ganze was mit der neuen Season 4 zu tun haben wird. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt mal wieder auf den Shop. Denn dieser ist in 40 Sekunden da. Und dann mal schauen, was heute reinkommt. Lasst auf jeden Fall gerne mal ein Abo an der Stelle hier. Ihr seht hier wirklich jeden Tag den neuesten Shop. Und ich würde mal sagen, wir gucken direkt mal, was reinkommt. 3, 2, 1. Und der Shop ist da. Okay. Oh, neues Paket. Und ansonsten gibt es noch eine neue Lackierung. Sehr nice. Wir fangen erstmal links an. Hier gibt es einmal ja das Set mit dem Kristallskin zurück und auch hier mit dem Bronto-Skin. Finde ich, ist ein sehr, sehr nice der Skin. Hier das Rückenteil halt in so einem Dino-Look. Verdammt cooler Skin. Dann gibt es dazu einmal noch hier den Gleiter und dann auch noch hier die kräftige Bisshacke. Sind ja schon etwas ältere Gegenstände. Auf jeden Fall heute alles noch im Shop, nach einem Monat zurück. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Set. Und zu einmal gibt es hier den Flink-Skin zurück. Ein sehr, sehr cooler Skin. Ist ja damals auch so eine Art Battle Pass-Skin gewesen, der hier so gesehen neu gemacht worden ist. Verdammt cool, hier mit dem Rückenteil. Und dazu gibt es einmal noch die Glücksäxte. Ja, und dann auch noch hier die Stahlraster-Lackierung. Alles heute zurück nach 60 Tagen. Ja, und dann gibt es direkt daneben hier noch ein weiteres Set. Und zwar einmal hier mit dem Mecha-Anführer, damals von einem Live-Event. Hier auch mit zwei Stilen, das Rückenteil und hier auch der Skin. Und dann gibt es hier noch ein integriertes Emote. Und passend dazu gibt es einmal noch hier die Combo-Klinge. Und auch hier die Lackierung, alles in einem Monat zurück. Und dann gibt es auf jeden Fall daneben das neue Paket und zwar einmal hier Kugeln und Leckereien. Und dann gibt es hier einmal die zwei Kugelnhacke. Und auch noch hier ein Rückenteil Vanilleeis. Oh, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Und da gibt es hier noch ein Pizza-Rückenteil. Okay, also heute ein Paket mit zwei Rückenteilen und einer Hacke. Ist jetzt nichts Besonderes, aber für 1000 V-Bucks geht das klar. Und das sind auch schon hier die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und an der Stelle könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf eine Schütze einen Quader klicken und den Code DETO eingeben. Würde mich extrem freuen. Und wir gehen schon zu den täglichen Gegenständen, wo es einmal den Phoenix gibt. Einfach ja hier dieser, ich sag mal, Fuchs-Skin. Sieht auch noch okay aus. Das ist das Rückenteil. Nichts Besonderes, geht klar und ist zurück nach 79 Tagen. Darunter gibt es einmal Spear Ranger, ein Skin, der sehr oft im Shop war. Auch nichts Besonderes und zurück nach 21 Tagen. Dann gibt es auch hier schon die neue Lackierung, unser Sternsticker. Die ist hier animiert, wie man sieht. Und beim Schießen, ja, kommen hier noch mehr Sterne drauf. Okay, ja, sieht okay aus, ist aber auch nichts Besonderes. Und darunter gibt es einmal Lama-Glocke. Ein sehr aufgedrehtes, cooles Season 5 Emote. Heute zurück nach 39 Tagen. Und dann gibt es einmal noch hier der Renegade. Sehr, sehr cooler Tanz. Kennen auch die meisten noch. Nach einem Monat zurück. Und darunter gibt es am Wasser gebaut. Nach 23 Tagen zurück. Auch ein Emote, was glaube ich jeder kennt. Ja, und dann gibt es hier noch einmal den Shop mit den ganzen speziellen Sachen. Das heißt hier mit den drei Paketen. Hier gibt es noch die Catwoman. Und dann auch noch hier die Harley Quinn. Ich glaube, das kennt eh schon jeder. Und das war's dann hier mit dem Shop.